Zum zweiten Seerosenfest hatte die Gärtnerei von Andreas Hamm in Salsitz eingeladen. Wir haben bereits kurz davon berichtet. Hier nochmal ein kurzer Rückblick. Vor 2 Jahren hat man hier in Salsitz einen Neuanfang gewagt, denn wir waren vorher bis 2013 in Gera Langenberg und die Gärtnerei, die ich dort hatte, die wurde vom Hochwasser zerstört im Sommer 2013. Und demzufolge musste ich mir dann ein neues Grundstück suchen, wo ich dann die Seerosen und die Stauden wieder anbauen kann. Und da hat sich das dann hier so angeboten. Und ja, ein Jahr später dann, nach vielen Wirren mit den Fördermitteln und so, konnten wir dann das Grundstück hier erwerben. Und ja, haben wir dann hier von vorn wieder angefangen. Wieder von vorne zu beginnen, ist kein leichter Weg. Frisch angelegt war das Gewässer, zu dem uns Andreas Hamm zuerst geführt hat. Wir wollten auf dem Weg dahin schon mal wissen, was die Faszination der Seerosen ausmacht. Ja, einmal, dass so eine Pflanze wie aus dem Nichts, aus dem tiefen Wasser nach oben kommt und dann auch noch schöne Blüten bringt. Die schön aussehen, viele Farben hergeben und ja, auch zum Teil auch stark duften. Was die meisten gar nicht wissen, weil man so schlecht rankommt sonst. Ne? Richtig, das war mir jetzt auch neu, dass es schön duften. Aber wie ist die Pflege? Was mache ich? Was tue ich? Also die winterharten Seerosen sind relativ einfach in der Pflege. Sie müssen der Seerosensorte entsprechend die richtige Wassertiefe haben. Das geht praktisch von 10 cm Wassertiefe bis 1,50 m, maximal vielleicht noch 1,80 m Wassertiefe. Ja, und einen sonnigen Standort und Wasser. Auch in den Wintermonaten können die Seerosen im Teich oder im Becken stehen bleiben. Es gibt aber auch Ausnahmen, so Andreas Hamm. Nur die ganz kleinen Seerosen, die müssen im Sommer im flachen Wasser stehen. Und im Winter werden die ins Tiefe gesetzt, um dort sicher zu überwintern. Nicht, dass sie eingefrieren würden im flachen Wasser. Wenn es mal wieder sehr kalt werden sollte bei uns im Winter, werden sie dann hinüber. Ne? Die Wildformen der Seerose, die sind weiß oder rosa. Durch entsprechende Kreuzungen ist die Farbenvielfalt entstanden. In einem weiteren Becken hatte man Seerosen angesiedelt, die eine weitaus größere Tiefe benötigen. Also das Becken hier hat in der Mitte eine Tiefe von ungefähr 1,40 Meter. Auch der Rand ist hier tiefer, da ist hier eine Wassertiefe bei ungefähr 30, 35 Zentimetern. Weil in dem Becken ja nur die großen Seerosen stehen oder die ins tiefere Wasser müssen. Der Wurzelballen, die Blätter, die Blüten, die sind größer und sie wachsen eben auch schneller. Deshalb muss das Gewässer auch eine entsprechende Tiefe und Fläche haben. Bei etwa 80 Sorten fiel bei manchen Besucher die Entscheidung schwer, für welche er sich entscheiden sollte. Und im Eingangsbereich hatte Andreas Hamm noch ganz besondere Exemplare stehen. Hier handelte es sich um tropische Seerosen. Doch dabei gibt es einiges zu beachten. Also das Besondere an diesen Seerosen ist, dass sie einmal blau blühen, in einem kräftigen Blau, was es bei den winterharten Seerosen nicht gibt. Und sie sind halt nicht winterhart bei uns. Sie müssten drin im Gewächshaus oder im Keller überwintert werden und dann im Frühjahr wieder neu austreiben lassen, damit sie wieder so schön blühen, wie sie jetzt sind. Das heißt, wenn ich sie in den Keller nehme, muss ich aber immer für eine gewisse Feuchtigkeit sorgen. Also der Ballen sollte nicht austrocknen, wo sie drin sind. Man kann sie aber auch trocken überwintern, geht bei denen auch. Die bilden nicht so große Rhizome wie die Winterartenseerosen, sondern so dicke Knollen. Ja. Und die kann man rausnehmen, Blätter und Wurzeln abschneiden und im trockenen Sand überwintern, geht auch. Diese Arten stammen aus dem asiatischen Raum. Meist kommen sie aus Thailand. Wenn Sie Näheres erfahren möchten, Andreas Hamm steht Ihnen dafür natürlich jederzeit zur Verfügung. Am Abend stand dann noch ein argentinischer Abend auf dem Programm. Und das in einem ganz bestimmten Saal. Denn Andreas Hamm hat ein Herz für denkmalgeschützte Häuser. Das Haus hier, das ist das ehemalige neue Gutshaus vom Rittergut in Salsitz. Es wurde 1904 im Neobarockstil gebaut. Ja, war später dann nach dem Zweiten Weltkrieg als Landwirtschaftsschule genutzt worden und nach der Wende nochmal als Hauswirtschaftsschule bis in die Mitte der 1990er Jahre. Seitdem stand es dann leer. Es ist schade und jetzt haben Sie sich ja das Grundstück, sage ich jetzt mal so, angenommen. Nicht ganz alleine, haben Sie mir vorhin gesagt. Es gibt auch einen Verein, weil ganz alleine können Sie das nicht stemmen. Aber Sie möchten schon, dass das alles hier wieder im kleinen richtigen Glanz erstrahlt. Ja.
Hier gibt es auch einen Verein, der hat sich gegründet, der ist hier eingemietet bei mir und die kümmern sich so um das Historische und das Denkmalpflegerische von dem ganzen Haus und haben auch bei der Renovierung und Restaurierung von dem ehemaligen Festsaal hier im Haus sehr viel mitgeholfen. Stück für Stück soll so die ehemalige Villa wieder zu neuem Leben erweckt werden. Die ersten Schritte dazu, die sind gemacht.